Vom G7-Gipfel in den Alpen geht es unter anderem für den deutschen Kanzler Olaf Scholz, 64, den französischen Präsidenten Emmanuel Macron, 44, und den britischen Premierminister Boris Johnson, 58, weiter nach Madrid für den NATO-Gipfel. Auch der amerikanische Präsident Joe Biden, 79, ist mit dabei und freut sich sicher, seine Ehefrau Jill wiederzusehen, die schon einige Tage vorher nach Spanien gereist war. Beim Gala-Dinner im spanischen Königspalast am Abend des 28. Juni schenkt der 79-Jährige aber vor allem einer anderen Dame seine Aufmerksamkeit, Königin Letizia von Spanien, 49. Die beiden scheinen sich einfach prächtig zu verstehen, die Begrüßung ist innig und danach scheinen sie die ganze Zeit miteinander zu lachen. In großer Runde greift der US-Präsident sogar liebevoll nach der Hand der Zweifachmama und lässt diese auch so schnell nicht wieder los. Eine Freundschaft wie im Bilderbuch. Oben im Video seht ihr die vertrauten Bilder von Königin Letizia und Joe Biden. Jill Biden, sie reist zwei Tage vor ihrem Ehemann bei den spanischen Royals an. Mindestens genauso gut versteht sich Letizia von Spanien aber auch mit der First Lady der USA. Jill Biden reiste sogar gemeinsam mit Enkelin Maisie zwei Tage vor Präsident Joe Biden in Spanien an. Gemeinsam besuchten sie die Asociación Española contra el Cáncer, eine Einrichtung, die sich dem Kampf gegen Krebs verschrieben hat. Laut Daily Mail ist die Beziehung von Königin Letizia und Jill Biden sogar schon so vertraut, dass sie sich private Momente anvertrauen. So soll Jill Biden laut der Zeitung der spanischen Königin verraten haben, dass sie den Abend zuvor mit ihren beiden Enkelinnen verbracht habe. Wir blieben auf und haben ein Glas Wein zusammen getrunken, soll sie gesagt haben. Wie herzlich vertraut die beiden miteinander sind, seht ihr unten im Video.